Schwert ist auch fast down. Ob ich noch ein neues Schwert mitnehmen sollte? Ich glaube schon, das wäre schon praktisch. Oh, ich müsste vielleicht das Eisen noch weglegen. Wo kann ich das dann legen? Das noch mit. Das Platz. Zedas Quartz Crystal. Alles klar. Obwohl es ist auch erstmal wichtig, ein enchantetes Schwert überhaupt zu haben. Also. Enchantetes Schwert. Schauen wir doch mal, ob wir den finden. Doch, wo ist hier der Eingang? Nicht hier das, zumindest. Nee, da ist er auch nicht. Ja, wo kommt man da raus? Wir könnten hier, wäre ja praktisch, wenn hier so eine Tür wäre. Ich weiß aber nicht, wie ich da rauskomme. Da ist genau der Kuchen. Geil. Hier ist gut. Durchbruch. Ich hab die Tür gefunden. Ziege, Alter, da ist die Ziege. Ich hab die Tür gefunden. Oben ist ja noch was, oder? Habt ihr da schon leer gelootet? Keine Ahnung. Aber Red oder Bambus. Krams. String. Warum Krams. String? Wieso lässt man hier String zurück? Ist wichtig. Bambussprossen. Ja, kann man irgendwas, glaube ich, draus craften. Ich habe übrigens auch ganz viele Erdeblöcke und ich sehe absolut nichts. Okay. Nice. Erstmal Karotten fressen. Ja, ich hätte was zu essen mitnehmen sollen. Och Mist, ich kann auch Karottensaft draus machen, erinnere ich mich gerade. Ich habe auch nur 5 Brot dabei. Ich brauche Carrot Juice. Bringt das mehr wie Karotten fressen? Ich glaube, wir sollten da entlang. Da geht's nach unten, sehe ich gerade. Was hier? Ja, da geht's nach unten. Siehst du dieses? Oh fuck. Komm schnell wieder durch. Oh, Kiste. Axt. Oh, verzaubertes Holzschwert. Geil. Oh geil, Kupferfisch, Alter. Ja, geil. Ich kann Trank oben bauen. Und Knochen, den Knochen muss ich natürlich auch mitnehmen. Dann kann ich ja das hier wieder mitmachen. Okay, warte. Ich baue mal da hinten kurz wieder zu. Na, das. Ja, das wird. Ah, ist jetzt nicht so wichtig, dass du es wieder zubaust. Nee, weil sonst kommen da vielleicht Gestalten, laufen nach oben und dann sind sie in unserem Dorf drin. Nachdem ich oben die Wand eingeschlagen habe. Ja, das also bist du gleich runter oder bist du erst? Ja, wir können auch erst hier durchgehen. Aber dann musst du als, als erstes gehen. Ich hab halt keine Fackeln. Ah, hier ist Sargassen. Oh, hier ist Eisen. Hier ist Eisen. So. Doch, Eisen. Eisen gibt's hier. Das ist toll. Ja. Ja, doch. Geil. Das ist schon mal was wert, wenn wir überhaupt schon mal enchantete Rüstung haben oder so. Naja, das droppen die Zombies hier, theoretisch. Ja, aber enchantete Eisen. Enchantete Eisen. Der hat wieder Rüstung fast. Ja, das ist erstmal in Ordnung. Aber das ist eine geile XP-Farm. Die haben ja schon die Rüstung. Wo ich absolut nichts von XP abbekomme. Doch, das sieht man alles schon. Nice, ich hab eine Hose und ein Ledershirt und eine enchantete Steinspitze. Schärfe 1. Mann, geil. Ja, ist nicht gerade so geil. Besser als nichts, mitnehmen. Ja. Stein. Ja gut, muss man halt brennen. String. Ey, Stein ist wichtig. Ja, Stein habe ich ja mitgenommen. Ja, das kann ich zum Juicer machen, dann kann ich Karottensaft machen. Ja, geil. Ich glaube, das bringt ein bisschen mehr. Ich glaube, den Weg sollten wir nicht nehmen. Der hier sieht geil aus. Der hier. Zwei Spawner. Grain, der hier.
Ja, der schaut sehr vielversprechend aus, weil das ja. Ich kann es uns nicht abbauen. Das sind Safe-Kisten in diesem Holzraum. Oh, geil. Hier ist Netherrack. Oh, Brot, geil, meins. Oh, Fisch. Ja. Ungebratenes Hühnchen. Oh, gebackene Kartoffeln. Geil. Und Äpfel. Die nehme ich auch mit. Da mal raus mache ich Apfelsaft. Ja, muss man mitnehmen. Was im Ofen rein. Was haben wir hier? Ich brauche erstmal ein bisschen Fisch zum Essen. So. Hier ist Sargasse. Ist doch super. Hier ist noch mehr Eisen. Ja, geil. Kann nie genug Eisen haben, würde ich sagen. Klar, brauchen wir. Ist wichtig. Und falls wir kein Anvil finden, können wir uns einen bauen. Ah, oh, hier geht's auf jeden Fall noch weiter nach unten. Hier gibt's noch mehr Eisen. Ah! Ja. Wahrscheinlich. Lol. Zum Glück habe ich mir genug Dirt mitgebracht. Das ist übrigens diese komische Falle. Das aber ich glaube, die Steindruckplatten sollte ich. Aber da kann man ja auch noch runter. Alles klar. Ja, aber das ist diese komische Falle. Ja, ist mir egal. Und das sind wir gleich ewig weit unten. Und da ist ein Pisten. Geh doch einfach runter. Sticky. Wir brauchen noch vorher den Sticky Pisten, der ist wichtig. Daraus kann ich mir. Kann man sich. Hey, da vorne machen. Ist eine Creeper Farm. Oh, da unten ja. Schaut's mega gut aus. Okay. Da ist schon Lava, da ist dann auf jeden Fall vielleicht hier so irgendwo. Ja. Also ich nehme mir auf jeden Fall die Pistons mit. Die kann ja, ich nämlich super gebrauchen für Farm und so. Und Kohle. Geil. Geil. Da unten hast du gesagt, sieht geil aus. Aber es ist safe hier. So, erstmal hier. Dann haben wir noch. Sargasse. Super. Aber da unten schaut es nicht schlecht aus eigentlich. So, mal schauen, ob wir hier entweder gleich ins Wasser springen. Moment. Aber dann sind wir vielleicht zu tief. So. Muss irgendwie runterbauen. Einfach abgesoffen. Ja. Ja. Geht das irgendwie? Ja. Eine Höhle. Ah, so super. Mit vielen, vielen Zombies. Und Creeper. Ah. Oh, da ist ein Spawner. Und TNT, also das ist schon. Alles klar. Ja, ich habe die Falle ausgelöst. Okay. Und ich komme hier nicht mehr raus, oder? Das geht schon. Ich bin schon rausgekommen. Kurz noch ein bisschen die Lava. Hier unten ist noch ein Lavasee. Creeper läuft auch in die Lava. Die haben's drauf. Klar. Okay. Als ob. Alter, was? Da liegt ein TNT unterm Creeper-Spawner. Ja, habe ich doch gesagt, da ist TNT. Pass auf, das ist nämlich eine Falle. Ach, ich bin weiter unten als der Creeper-Spawner. Oh oh. Verpiss dich, Creeper. Als ob dann Creeper spawnen. Ah! Ich spreng mich hier erstmal selber in die Luft sprengen hier. Bleib unten, Creeper. Bleib unten. Danke, Creeper. Danke an diese vielen Creeper, die sich immer vor mir in die Luft sprengen. Easy. Müssen sie doch immer machen. Na klar. Erstmal das. Ja, fick dich, Creeper, meine. Das hat der Creeper verursacht, das war ich nicht. Das ist klar. Och ne, das sind so viele Höhlenspinnen. Ja, nein. Piss dich bloß, Creeper. Ich geh erstmal hier hinten hin. Schaut mir
Nicht so gefährlich ist es. Das ist klar. Creeper! So viele Creeper! Nein! Spinne! Spinne, hey, geh weg! Ich hab nicht wirklich Glück, um irgendwas zuzutrauen. Ich hab mir eine Base errichtet. Ich hab eine Base. Das Drop Cluster. Cluster. Ich habe auch eine Fackel. As the Base. Geil. Ja, und ich bin fast krepiert an der Sonne verschissenen Höhlenspinne. Weil die einfach vor mir irgendwo herkam, keine Ahnung woher. Easy, das machen sie gern. Und einfach straight mich angegriffen hat. Jetzt muss ich erstmal regenerieren. Wo bist denn du? Ich seh dein Name-Tag irgendwo. Ich bin oben in die andere Richtung gegangen. Okay. Aber ich sehe dich, du bist da. Warte, wo so. Hey. Kannst dich hier nach oben bauen. Theoretisch. Mal. Oh nice, was haben wir denn hier? Sind wir jetzt? Ich finde dich aber nicht. Wo bist denn du? Ja. Jetzt sehe ich dich auch noch. Ah, doch, da. Ja. Doch, die Höhe müsste schon mal stimmen. Bist du über den Dungeon rübergerannt oder was? Du bist noch ein bisschen weiter weg. Weil ich bin hier direkt über den Dungeon. Mal, siehst du das? Ich bin direkt über den Dungeon, weil, naja, der Dungeon ist offen. Ich bin da in die andere Richtung. Also, ach, toll. So gesehen. Den ja, ich genau. Jetzt wieder. Irgendwie, ja. Die Richtung ich stimmt. Ich seh dein Name-Tag nämlich nicht. Ja. Ja, jetzt sehe ich dich. Ich wollte gerade sagen, hier ist Obsidian. Scheiße. Es ist kein Obsidian, es ist Netherrack. Toll. Das bedeutet, unter uns ist dieses verfickte Netherteil. Wir kommen erstmal hier hoch. Erstmal die Blaze fluten. Ups. Ja. Ich würde mich nach oben verpissen, da kommt Creeper. Ich hab den Aufgang gebaut. Erstmal das Wasser wegmachen, das stört mich gerade nicht. Ja, pass auf, du bleibst in den Creeper rein. Ah. Ja. Lol. Och. So ist hier noch eine Quelle. So. Vor allem, ich sehe auch. Sicher die Dia-Spitzhacke mitnehmen sollen, dann hätte ich mir nichts wegen Obsidian abbauen können. Hast du eine Fackel für mich? Ja. Ja, Nether-Ebene. Rate mal, was da ganz viel ist. Creeper, ganz viele Creeper. Alles. Und die will man alle unter unsere. Wollen uns alle in die Luft springen. Ein Zombie mit Diamant, Helm und Hose ist da? Glaube ich, ja. Diamant, Hose und Schwert. Komm doch auch nicht richtig an. Aber ich nehme ja diese Nether-Rüstung. Ich hab ne Idee. Ich baue mich jetzt einfach zur Ich baue mich jetzt zur Kiste hin, wollte ich eigentlich gerade sagen. Ja, die sprengen ja, Lava. Verbrenn die Zombies! Verbrenn die Zombies! Ja, ich weiß zwar nicht, was du machst, aber ich verbrenne gerade die Zombies, ne? Versucht die mit den Creepern in die Luft zu werfen. Ja, ich hab doch nicht aus dem Aber so droppen sie halt gar keine Items mehr. Ja, aber es war auch nicht Absicht. Ich hab die Lava-Quelle nur aus Versehen geöffnet.
Was ist das? Ist das Gold? Ich hab Gold gefunden. Ja, nein. Gold. Aua, Lava-Quelle. Weg von mir. Ja. Ich überflute schon wieder mal mit Lava. Oh oh, aua. Kommt noch einer von links. Alles gut. Ja, so, kommt schon wieder da rein. So. Also der Lava ist komplett. Alles klar. Hoppala. Den einen Zombie jetzt einfach hier hochgesprengt. Ich baue mich rüber zur Kiste. Oh, verpiss dich! Creeper, dein Ernst, Mann! Ach, was ist das vor? Ich will die perfekte Kiste nur mitnehmen. Fackel am Arsch kümmern. Ich will doch nur die Kiste haben. Hey, Kiste, ne? Du bist da. Ich komme mal zu dir. Ich hab die übrigens alle angelockt, ne? Wir rennen ja alle hinterher. Hä, hey, wo bist denn du runtergekommen? Hey, oh, die Kiste ist ja am Arsch gegangen. Ja, Hust, steht bei Hust. Sag ich mir dazu. Hier müsste irgendwo der Spawner sein. Da sprengt sich schon mal wieder ein Creeper in die Luft. Ich hab noch eine Schwarte. Noch eine andere Schwarte. Hardy, Hardy. Und scheinbar habe ich zwei. Ach so, ja, die Eisenspitze hat dann eine Steinspitze und den Schaden. Und der geht zählen. Obwohl man den Dungeon auch nicht so macht, wie wir das gerade machen. Eigentlich baut man sich ja nicht direkt straight nach unten. Na klar macht man das. Wir machen das perfekt richtig. Weil hier unten. Alter, das ist eine Never-Ending-Story, man muss irgendwie zu den Spawnern kommen. Ich muss erstmal zu dem Item. Oh, Mini-Zombie! Nein! Alter Schwede! Ah! Ja, danke, Creeper. Alter, Problem. Ja, alles. Das waren ein bisschen viele. Ja, und Creeper sprengen mich auch gerade die ganze Zeit in die Luft. Heck, aber jetzt kann ich wenigstens eine Spitzhacke mitnehmen. Alter, hier ist ein Zombie im Dorf. Was ging jetzt ab? Ist ein Zombie. Der direkt. Ach, ich hab deinen. Oder? Hä? Hier liegt einfach mal ein Adventure Backpack. Ja, das wird wohl meiner sein. Nee, das ist nicht deiner. Was hattest du denn da alles drinne? Keine Ahnung. In der Trainer war da, glaube ich, nichts. Ich hatte alles im Inventar. Ja, da sind nämlich zwei Eisenspitzhacken. Alles klar. Unbenutzt. Erstmal mitnehmen. Wenn man das sicher, vielleicht hatte ich die sich automatisch da rein vielleicht oder so. Ich weiß ja nicht, wo du gestorben bist. In so einer Ecke. Really? Okay. Hier ist einfach mal ein Slime. Slime? Kann ich gleich Slimes fahren? Es wäre schön, wenn du mal kommen würdest. Ich bin unterwegs. Weil ich bin hier gerade irgendwie am Sand. Aua! Skelett! Autsch! Aber zwei Eisenspitzhacken und ein Backpack. Hier bin ich nicht lang. Creeper! Aber wir haben halt den Gravestone Mod drin, ne? Oh, Hilfe! Alter! Ich geh gleich wieder drauf. Ich hab keine Wa- Dein fucking Ernst, Mann! Ich hasse sowas! Ja,
Ja, ich weiß ja nicht, wo du bist. Ich komm einfach immer nicht zu dem Dreck hin, weil das so hart viel unterwegs ist. Ach nö, hier sind... Nee, hier ist ein Zombie mit Full Ja. Was soll denn das? Wo kommt der her? Wieso ist der hier überhaupt oben? Wieso spawnt der hier oben und nicht irgendwie da unten? Man kommt einfach mit unbewaffnet da wieder hin, wo man gestorben ist. Ah! Skelett!